Heute bekommst du eine Meditation zur Stimulierung deines Immunsystems, die dir Kraft geben soll, die dir Stärke geben soll und die dir viel mehr Power bringen wird, da bin ich mir sicher. Danach werden wir miteinander beten und ganz zum Schluss bekommst du noch eine Überraschung. Mach es dir bequem. Nimm eine sehr entspannte Haltung ein. Löse dich von äußeren Sorgen oder Gedanken. Atme sehr tief. Einatmen und ausatmen. Mit jeder Einatmung nimmst du göttliches Licht, das Licht der Urliebe Lichtquelle, tief in deiner Seele auf. Dieses Licht dringt tief in jede Zelle deines Körpers ein, in deine Seele und in deinen Geist. Es sammelt in dir alle Anspannungen, alle Belastungen des Alltags, sammelt alles ein, was dir schadet oder dich belastet. Und wandelt es um in Liebe-Licht-Energie und du transportierst die Belastungen nach außen. Die Urquelle schickt dir ihre Engel und du entspannst dich immer tiefer und tiefer. Ich gebe dir einige Augenblicke mit deinem Atem. Du folgst einfach dieser wunderschönen Musik und gleitest hinab in eine tiefe Entspannung. Mit jedem Atemzug entspannst du dich noch tiefer. Wir rufen nun den mächtigen Erzengel Michael an deine Seite. Er hüllt dich ein in königsviolettes Licht, das dich behütet, das dich beschützt. Dieses Licht sorgt dafür, dass nur Energien von Gottes Liebe und Weisheit zu dir durchdringen können und alles andere ferngehalten wird. Du, deine Lieben, dein Besitz und alles, was du liebst und jeder, den du liebst, ist vollkommen in Sicherheit. Du kannst gefahrlos loslassen und ganz im Frieden sein. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Spüre den Boden, den Untergrund unter deinen Füßen. Wenn du sitzt oder liegst, je nachdem, wird es sich natürlich anders anfühlen. Du bewertest den Untergrund nicht und du bewertest eigentlich auch deine Füße nicht, sondern du spürst einfach mal hinein, wie es sich anfühlt. Und lässt dicke grüne Wurzeln tief in den Boden wachsen. Diese Wurzeln verbinden dich ganz und gar mit Mutter Erde, so dass du gut geerdet bist und du entspannst dich noch tiefer. Diese Meditation wirkt immer, ob du wach bist oder schläfst oder vielleicht auch wenn du gar nicht entspannt bist, aber wir arbeiten mit der Kraft der Urquelle, die Liebe Licht ist. Und ihre Energie wirkt immer.
Mit jedem Moment gleitest du tiefer hinein in deinen Frieden, in deine Entspannung. Und es fühlt sich so gut an. Du bist nach oben hin geöffnet für die Urquelle, für die reine Liebe, die dich erschaffen hat, für die Schöpferkraft. Und nach unten hin mit Mutter Erde verbunden, so wie ein Baum, stehst du fest auf der Erde, bist mit dem Himmel verbunden. Genieße einfach nochmal einen Augenblick der Stille. Folge der Musik und lass sie einfach in dir wirken. Es ist ganz leicht. Es ist ganz einfach. Und du entspannst dich noch tiefer. Gemeinsam mit der Urquelle, die Liebe und Licht ist, hast du deinen wunderschönen Körper erschaffen. Mache dir dies ganz bewusst. Erkenne, wie perfekt und wunderschön dein Körper ist. Wie großartig er funktioniert und wie perfekt er funktioniert. Hast du Schwachpunkte? Ist dein Immunsystem vielleicht momentan nicht so stark? Dann verbinde dich jetzt mit deiner Seele. Geh mit deinen Gedanken zu einem der Schwachpunkte in deinem Körper. Wenn es mehrere sind, wiederhole diese Meditation in den nächsten Tagen. Aber mache jedes Mal, wenn du die Meditation machst, immer nur einen Schwachpunkt, auf den du dich konzentrieren darfst. Den du behoben haben möchtest, den du gelöst haben möchtest. Gehe einfach gedanklich dahin. Beurteile ihn nicht und bewerte diesen Schwachpunkt nicht, sondern schau ihn dir einfach mal ganz neutral, ganz frei an und frage nun, welche Botschaft hast du für mich? Schwachpunkt. Lausche der Botschaft. Vielleicht bekommst du ein Gefühl. Vielleicht hörst du auch etwas mit deinen physischen Ohren. Vielleicht siehst du ein Bild oder hast einen Gedanken. Nimm einfach die Botschaft an, die deine Seele dir nun geben möchte, die dieser sogenannte Schwachpunkt dir geben möchte. Und bitte deinen Körper und deine Seele darum, diesen Schwachpunkt in dem Moment, wo du die Botschaft hast, gleichzeitig aufzulösen. Ganz aufzulösen. Ich gebe dir einige Augenblicke, um hinzuhören, was der Schwachpunkt dir sagt. Wir bewerten auch das nicht. Du nimmst die Botschaft deiner Seele in diesem Augenblick einfach mal an. Mach dir keine Gedanken darüber, wie du das umsetzen kannst. Es kann sein, dass du es schon weißt, dass es ganz leicht ist. Es kann auch sein, dass es sich im Moment schwierig anfühlt, die Botschaft deiner Seele, die du gerade empfangen hast, umzusetzen. Sei dir gewiss, mit der Schöpferkraft, mit der reinen Urliebe-Lichtquelle ist alles sehr viel einfacher. Es ist in Wahrheit ganz leicht.
Wir bitten nun, dass deine Seele mit der Urquelle verbunden wird und dass das Licht der Urquelle in deine Seele einströmen mag. Es ist bereits erfüllt, das Thema ist bereits aufgelöst. Und damit haben wir die Ursache hinter der Blockade, hinter dem Problem vollkommen gelöst. Du bist frei davon. Und es fühlt sich so gut an. Die Urquelle schickt dir nun den Erzengel Raphael, der smaragdgrünes Licht durch deinen Körper, deinen Geist und deine Seele leitet und dich damit zu neuer Vitalität und Lebensfreude führt. Vielleicht motiviert er dich zu besserer Ernährung, vielleicht motiviert er dich zu mehr Sport oder zu mehr zu trinken, mehr Wasser zu trinken, mehr Gutes zu trinken. In jedem Fall wird seine Energie dafür sorgen, dass du Dinge tust, die für deine Gesundheit dienlich sind, die dir Kraft geben und die dir Stärke geben. Und wir rufen den Erzengel Uriel an deine Seite. Er lässt seine knallrote Energie in dich hineinfließen. Wenn du ausgelaugt oder ausgepowert warst, so wird er dich jetzt mit frischer Energie erfüllen und deine Batterien wieder aufladen. Du wirst heute einen Tag haben, an dem du voller Lebensfreude, voller Kraft, voller Energie und erfüllt im Herzen von der Liebe zu dir selbst bist. Genieße diese neue Kraft. Genieße diese neue, großartige Energie, in die du jetzt hineingehst. Bedanke dich bei deiner Seele, bei der Urquelle und bei den Engeln. Mache diese Meditation für jeden Bereich deines Körpers, wann immer du möchtest, so oft du sie machen möchtest. Sie wird dir immer gut tun. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bewege deine Zehen und Finger ein wenig. Recke dich und strecke dich. Und dann öffne deine Augen. Bevor wir jetzt gleich noch zur Überraschung kommen und zum Gebet natürlich, ein paar kleine Hinweise. Wenn dir diese Meditation gefällt, gib für den YouTube-Algorithmus einen Daumen nach oben, damit die Kraft der urliebe Lichtquelle und der Engel möglichst viele Menschen erreichen kann. Abonniere Engel TV und aktiviere die Abo-Glocke, damit du immer informiert bist, wann es neue Themen hier auf Engel TV für dich gibt. Das ist ganz wichtig und schreib mir natürlich unbedingt in die Kommentare, was die Meditation bei dir bewirkt hat, wie du dich gefühlt hast. Ich bin sehr gespannt. Geliebte Urquelle, wir danken dir für diese Impulse. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir diese Meditation eingegeben hast, damit sie vielen Menschen helfen kann und viele Menschen dadurch deine Liebe spüren und deine Liebe erreichen können. Ich danke von ganzem Herzen für deine Liebe, die uns umgibt und für die Heilungsprozesse, die jetzt geschehen. Amen. Ich möchte dir natürlich zum Schluss, das war die Überraschung, noch eine Karte aus dem Edelstein-Orakel ziehen, die diese Meditation, die diese Heilung unterstützen darf. Weil wir wollen wissen, was unterstützt die Heilung am besten? Welchen Edelstein kannst du vielleicht noch zusätzlich zu dieser Meditation benutzen, damit dieser Prozess noch stärker aktiviert, noch stärker gemacht wird? Und dafür will ich nachschauen. Ich mische dafür das Edelstein-Orakel und wir schauen mal nach. Ich bin gespannt. So, wir wollen gucken, was ich da jetzt für dich habe. Den Mondstein. Schön. Der Mondstein wird dich stärker mit deiner Intuition in Verbindung bringen, wird dein Gefühl stärken, deine intuitiven Fähigkeiten dich natürlich dadurch lehren, stärker auf die Impulse deiner Seele zu hören und auf die Botschaften der Urquelle, die reine Liebe und reines Licht ist, zu hören und diese zu bekommen. Sie wird dir Zugang zu deinem inneren Wissen geben, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Ich werde einen Mondstein für dich energetisieren.
Und diesen Mondstein kannst du dir hier unten über den, über die, in der Beschreibungstext des Videos findest du einen Link, über den du diesen Mondstein bestellen kannst. Es ist wichtig, immer über den Link zu gehen, dann werde ich informiert, so wie deine Bestellung eingeht. Und wenn eine Bestellung eingegangen ist, kann ich den Mondstein für dich persönlich oder wenn du ihn verschenken möchtest, natürlich auch für eine Person, der du ihn schenken möchtest, energetisieren. Es wird immer so energetisiert, dass es die Person erreicht, die es erreichen soll. Dementsprechend können wir hier nichts falsch machen. Es ist einfach wichtig, dass du über diese Meditation und diesen Prozess noch mehr unterstützen und wir dir absolut Möglichkeiten zu deiner Intuition und zu deinem inneren Wissen geben. Großartige Kombination am heutigen Tag. Jetzt wünsche ich dir was, nämlich einen wunderschönen Tag. Die Urquelle möge dich segnen. Sie lasse ihr Licht tief in deiner Seele scheinen, tief in jede Zelle deines Körpers dringen und deinen Geist erhellen. Sie möge dich zu Licht, Liebe, Freiheit, Frieden und Erleuchtung führen. Licht und Liebe und bis morgen, Udo Kolfmann. Tschüss.